Viel Spaß. Hallo, guten Tag, mein Name ist Aldo und ich bin jetzt hier. Es geht nicht um die Friedensdemo, sondern um was anderes, was im Zusammenhang mit dem Foodsharing-System steht, was da auch aufgebaut ist. Und zwar habe ich eine Petition ins Leben gerufen übers Internet, die sich damit beschäftigt, dass Supermärkte dazu verpflichtet werden sollen, die Waren, die sie nicht mehr verkaufen können, weil sie optisch nicht mehr schön aussehen oder was weiß ich, was ja häufig genug passiert, wie jeder weiß, der mal dumpstern gegangen ist vielleicht zum Beispiel, diese Waren nicht mehr wegzuschmeißen, in den Müll zu schmeißen und dann einfach wegzuwerfen, sondern dafür zu sorgen, dass die karitativen Einrichtungen oder der Zivilgesellschaft zugänglich gemacht werden. Genau. Ja, und ich habe eine Internetpetition dazu gestartet und auch jemand anders hat das gemacht, nicht in Wien, sondern in Kärnten. Das Problem ist bloß, obwohl wir für diese beiden Petitionen ungefähr 17.000 Unterschriften bekommen haben, dass es in Österreich so ist, wenn man so eine parlamentarische Bürgerinitiative macht, dass sie handschriftlich eingehen müssen, die Unterschriften. Und deshalb haben wir hier vorne Zettel ausgelegt und jeder, der aus Österreich kommt und über 16 Jahre alt ist, würde ich gerne bitten oder wenn ihr es unterstützen wollt, auf jeden Fall, einfach wenn ihr jetzt gerade Zeit habt, da zu unterschreiben. Die Listen liegen da aus. Und es gibt auch Zettel, die noch blank sind. Das heißt, wenn ihr die zum Beispiel mitnehmen wollt und viele Leute kennt, die auch unterschreiben wollen, dann könnt ihr euch auch einen Zettel mitnehmen und den dann vielleicht einfach nächste Woche oder irgendwann wieder hier abgeben. Dann würde ich die demnächst abholen. Ja, das wollte ich nur sagen. Und ich bin auch noch ein bisschen hier. Wenn jemand Fragen dazu hat oder sowas, dann bin ich auf jeden Fall hier. Okay, danke schön. Thank you.